Okay, weiter geht's. Und ist, wundert euch nicht, es werden jetzt noch mehrere Parts kommen, wo, ich jetzt hochladen werde. Und jetzt kommt Part 12. Okay. Fisch. Achso, das hatten wir ja schon. Irgendwo Truhe hier. Neue Gegner, die Achtender. Oh, ich hasse das, wenn man den Ball erobern muss. Dabei ging er schnell. Ich weiß gar nicht, ob da eigentlich sehr viele Let's Player sind, die da aus der Haut schneiden, die Kämpfe. Oh, ein Blitz. Ah, kann man das noch nicht jetzt machen, oder was? What the fuck ist das Gebiet groß? Ich muss schon sagen, diese Aliens waren echt gruselig. Okay. Was ist das Gebiet, Mann? Ah, hier ist eine Truhe. Mit Karo-Schuhe. Inventar, Ausrüstung. Ah, das braucht der jetzt auch nicht richtig. Schusskraft 26, 25, 19, 15, 15, 13. Dann gebe ich das Kevin. Der hat ja eine geile Schusskraft hier. Dann fickt er jetzt jeden. Okay. Gehen erstmal dahin. Ach so. Oh. Kann man es sich anschauen oder so? Okay, aber ich will noch nicht dahin. Willst du mir ein paar... Ja, aber ich weiß nicht, ob du mich da vergewaltigst. Hm. Die Hirschgeweihe. Nochmal diese... Oh. Lauf, lauf. Ja, gut so. What the fuck? Rätschen. Endlich. Dun, 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 dun. Aber die steigen vom Level auf sehr schnell. Das ist gut schon. Keine Truhe. Aber wieder ein Blitz. Oh, du? Powerriegel, okay. Ich weiß, ich erkunde sehr viel, aber es war wichtig. Und jetzt geht's weiter. Oh, ein schwarzer Fußball. Das ist also die große Hirschstatue. Hier wurde der Premierminister entführt. Ach je, die Hirschstatue hat ja gar keinen Kopf mehr. Da wurde der Kopf abgesägt. Bart Simpsons? Dieser Park ist riesig. Ja, wir haben es, diese Aliens geschafft, zusammen mit dem Premierminister vor solch einer riesigen Platz zu verschwinden. Mark, schau mal hier. Ein schwarzer Fußball. Jetzt ist es eindeutig, dass Alias hinter der ganzen Sache steckt. Oh, er ist so schwer. Kann man mit so einem schweren Fußball einfach so durch die Gegend kicken, wenn man es kann? Halt! Bleibt genau da stehen! Jetzt kommt bestimmt die Schlampe. Ja, ich hab's gesagt. Was? Ich wusste, dass ihr hier auftauchen würdet. Auf frischer Tat ertappt. Der schwarze Fußball ist der Beweis. Ihr gehört zu den Aliens, oder etwa nicht? Was? Wo
Wovon redest du eigentlich? Glaubst du, wir arbeiten mit denen zusammen? Guck uns doch mal an. Wir sind Menschen, keine Aliens. Ihr wusstet von den Aliens, obwohl noch nichts über sie bekannt gegeben wurde. Doch, bei den Schulen. Wenn man das genau betrachtet, hat man das in den Nachrichten erzählt, dass Aliens die Schulen angreifen. Vielleicht schaust du keine Nachrichten. Außerdem weiß doch jeder, dass Verbrecher immer zum Tatort zurückkehren, um Beweise verschwinden zu lassen. Kinderlogik! Beweise? Der schwarze Fußball lag doch einfach hier. Wollt ihr euch dumm stellen? Uns haltet ihr nicht zum Nachen, Aliens? Wir haben es doch schon gesagt, wir sind keine Diebe, keine Aliens. Unser Captain hat gesprochen, und der hat immer recht. Du kannst doch nicht einfach so Leute als Aliens bezeichnen. Sobald alles abstreiten, was? Das ist sehr verdächtig. Wie oft muss ich das noch sagen? Wir sind keine Aliens, klar? Seid ihr doch. Sind wir nicht. Ihr später steht also auf eure Unschuld? Das sind eine sture Kreaturen, diese Aliens doch sind. Ihr habt mit den schwarzen Fußball allerhand Zerstörung angerichtet. Fußball spielt. Was haltet ihr dann von einem kleinen Spiel gegen den Secret Service? Was? Meinst du etwa ein Fußballspiel? Ganz genau, wir zeigen euch. Okay, ganz genau, wir zeigen euch, was ihr... Und indem wir euer Spiel beobachten, können wir auch gleich entscheiden, ob ihr die Wahrheit sagt. Abgemacht, die Idee spitze. Was hat Fußball eigentlich damit zu tun? Naja, schaden kann es wohl nicht. Ich würde gerne sehen, wie sich das Team gegen eine Erwachsenenmannschaft schlägt. Was für eine Mannschaft ist der Secret Service? Oh, richtig. Ich sehe mal in meinen Notizen nach. Ah, da steht es hier. Premierminister Vanguard ist ganz verrückt auf Fußball und seine Bodyguards haben sogar eine eigene Mannschaft. Glaubst du, die sind vom Fußballspieler so... Fußball so stark geworden? Fräulein Victoria, wie ist unsere Taktik? Wir brauchen wieder eine von ihren Teambesprechungen. Ah, in Ordnung. Wir werden folgendermaßen vorgehen. Was? Du bist der Kapitän des Secret Service? Warum bist du so überrascht? Meinst du, ich bin zu jung, um Captain zu sein? Oder meinst du, Mädchen könnten sich im Fußball nicht behaupten? Nein, ich war nur etwas überrascht. Aber das hat nichts mit deinem Alter zu tun. Oder damit, dass du ein Mädchen bist. Was zählt ist, dass du Fußballspiel liebst. Oh. Mark, hör auf, mit dir zu sprechen. Sie gehört zum Gegner. Also, wir dem auch sein. Zeig uns einfach, was ein Haufen Aliens Fußball spielt. Alles klar, Leute. Bereiten wir uns auf das Spiel vor. Die Kraft- und Technikpunkte des Gegners wurden vollständig wiederhergestellt. Ich trete euch so doll in den Arsch. Herr Spock. Zeigt uns einfach, wie ein Haufen Aliens Fußball spielt. Hast du schon davor gesagt. Wie oft muss ich das noch sagen? Wir sind keine Aliens, klar? Wir haben noch nie gegen Erwachsene gespielt, Trainerin. Was sollen wir jetzt machen? Wie noch nie gegen Erwachsene? Was sind diese alten Inusuma 11? Sind das keine Erwachsene oder was? Tut einfach das, was ihr sonst auch immer tut. Wie? Was ist denn das für ein Ratschlag? Dies ist unser erstes Spiel mit dem neuen Trainer. Es wird einfach sehen, wie wir spielen. Na dann los, wir spielen einfach so wie immer. Befindet sich ein Spieler mit einer bestimmten Truppe. Kann er Schüsse blocken? Ah, okay, jetzt kommt das mit den, ja. Also Axel Blaze kann mit seinem... Feuertornado so Schüsse blocken. So, wollte ich nur sagen. Raimund Junior halt. Den schicke ich gleich raus. Ich will meine Aufstellung ändern. Ach so, der ist schon drin. Okay, los geht's. Finte. Ich hab den Ball, oder? What the fuck? Was ist los mit Nathan? Gretchen. Ach, ich kann es nicht glauben.
Und du, zeig mal, was du kannst. Ich fange einfach mal. Ist ja nicht so, dass jetzt mit Spezialschuss. Ich bin jetzt gerade gebufft. Tor! Mission erfüllt! Was ist das für ein Schuss gewesen mit dem Arsch? Guter Schuss, aber der nächste hätte ich. Ja, okay. Da bin ich mir sicher, dass du den nächsten hältst. Illusionsball. Eigentlich klappt der. Nathan, Kevin, Wallzeit, gehen wir mal so richtig Gas. Genau. In Ordnung. Oh, ich fühle mich so gar nicht gut. Sie wirken so erschöpft. Was wohl mit denen los ist? Gretchen in die Beine. Jetzt lauf zum Tor. Ach komm, Blitzausbruch. Klamotten an, meine Fresse. Tor! Weiter so, Raimon! Yay! Weiterspielen. Ich musste einfach treffen. Och, eine unerwartete Entwicklung. Oh, der kann ja wirklich was. Oh, jetzt kommt die heiße Phase. Ich wollte eigentlich schießen, aber naja. Schaffe ich das? Weiß ich nicht. Ey, die Attacke sah geil aus. Axel Blaze? Wie sind die meine Spieler so erschöpft, Mann? Ich lass die mal zu mir kommen, aber wieso sind die so erschöpft? Grätschen. Immer Klingenhüter. Ja klar, jetzt auf einmal. Oh, Mission gescheitert. Boah, das war ein ziemlich toller Schuss. Komm hier. Haha, ihr Alien seid wirklich nichts Besonderes. Ich wusste doch, dass es hart wird, wenn die gegen Erwachsene spielen. Also, dann hört mal her. Ich sage euch jetzt, was unsere Taktik ist, für die zweite Hälfte ist. Dragonfly, Swift, Wallzeit. Ja, Trainerin? Ab auf die Bank mit euch. Was? Das kann nicht sein. Das kann nicht ihr Ernst sein. Die anderen Spieler kommen schon ohne euch klar. Ab mit euch. Hey, was fällt Ihnen ein, mich auf die Bank zu setzen? Wenn das ein Scherz sein soll, dann finde ich ihn nicht komisch. Habe ich etwas falsch gemacht? Was denkt sie sich dabei eigentlich, diese Trainerin? Das Spiel ist schon so schwer genug und sie... Und sie wollen uns einfach auf die Bank setzen? Ich tue das, um zu gewinnen, Swift. Trainerin. Los jetzt, die zweite Hälfte beginnt. Ich
fragen, was sie jetzt dabei denkt. Weiß er denn überhaupt irgendwas über Fußball? Nicht versagen, Leute. Dann müssen wir in diesem Spiel eben mehr als 100% geben. Jeder einzelne von uns kann zwei oder drei Gegner und drei Mitspieler ersetzen. Wenn er sich richtig ins Zeug legt. Ach, okay. Setze nicht nur Zeit. Ja, okay. Warum soll ich das machen? Ihn, oder? Okay. Oh, das muss ich irgendwie jetzt fertig. Du kommst. Ja, okay. Los geht's. Inwiefern war das jetzt ein Foto, Homo? Oh, wann kann ich meine heiße Phase einsetzen? Also, was für Knöpfe muss ich drücken? Ich wusste es doch. Durchsetzen. Teamschild? Okay. Nathan, Captain und Warzeit. Warum diese drei? Das erfahren wir im nächsten Part.